Einen, was geht Leute, und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Mein Name ist Roni und ja. So, es gibt Ankündigungen, es gibt wieder News, 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 aber dieses Mal nur kurze News. Ich fange erstmal an mit, ja, der guten Sache, sage ich mal. Es steht die Frage, in 2 Tagen kommt das neue Resident Evil draußen. Also das Resident Evil Remake 2 Encode PEH, wie auch immer, kommt auf jeden Fall raus. Und die Frage besteht, ob ich mir das holen soll. Genau. Ihr könnt auf jeden Fall in die Kommentare schreiben, ob ich es mir holen soll. Also Resident Evil 2 Uncut kommt in 2 Tagen raus. Seid ihr so diejenigen, die sagen, Roni, ja Mann, ich möchte schon, dass du so Horrorspiele spielst? Seid ihr diejenigen, die das sagen, Roni, bitte mach mal Horrorspiele auf Roni TV? Und ja, wenn ihr das nämlich wollt, schreibt es in die Kommentare und liked dieses Video. Bei 10 Likes werde ich mir das Spiel definitiv nicht holen. Es müssen mindestens so, was weiß ich, ja, schon 15 bis 20 Likes sein, damit ich mir das holen werde. Genau. Also, schreibt mir, soll ich mir das holen oder soll ich mir das nicht holen? Genau, das steht erstmal so zur Verfügung. Ich kann euch das nochmal kurz zeigen. Genau, hier ist das Spiel, was ich mir dann holen würde. Hier ist es. Resident Evil kostet jetzt 60 €. Ist ja noch neu, ist klar. Und wie gesagt, ihr könnt das alles entscheiden, nicht ich. Ich werde es mir kaufen. Wenn die Interesse da ist, werde ich es mir holen. Wenn die Interesse nicht da ist, werde ich es mir nicht holen. Aber ganz ehrlich, Horrorspiele, ey, ich habe schon Lust drauf. Ne? Ganz ehrlich, müssen wir ja mal ehrlich sein. Auf Horrorspiele, ich kann euch irgendwie ein bisschen spoilern hier. Also auf Horrorspiele hätte ich schon echt sehr, sehr, sehr Lust drauf. Also, ich sage, haut rein. Und wie gesagt, jetzt kommen wir noch zu der schlechten Nachricht. Genau, viele haben sich gefragt, was hat meine Mutter? Meine Mutter ist im Krankenhaus. Ja, die hat auf jeden Fall eine etwas größere OP. Dazu möchte ich aber nicht eingehen. Deswegen wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Haut rein, meine Lieben, und tschüss.